Willkommen bei Schulfahrt.de. Klasse Reisen. Prag wird auch die goldene Stadt genannt. Entdecken Sie selbst, warum das prächtige Prag diesen Namen trägt. Von der Prager Burg über die Karlsbrücke bis hin zum Altstädter Ring besticht Prag mit einer Fülle an eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten. Der Altstädter Ring ist der zentrale Marktplatz in der Altstadt. Besteigen Sie den Rathausturm, um einen beachtlichen Eindruck von der Altstadt und den umliegenden Gebäuden zu gewinnen. An der Südseite des Turms sehen Sie die berühmte astronomische Uhr. Ein wahres Meisterwerk gotischer Wissenschaft und Technik. Jede Stunde zwischen 9 und 21 Uhr erscheinen hier die 12 Apostel. Deshalb auch der Name Aposteluhr. Am Ausgang der Altstadt befindet sich der Prager Pulverturm, der seinen Namen dem Schwarzpulver verdankt, welches hier bis zum Ende des 17. Jahrhunderts gelagert wurde. Die sehenswerte Karlsbrücke verbindet die Altstadt mit der Kleinseite und ist gleichzeitig Wahrzeichen von Prag. Schon von Weitem werden Sie die Prager Burg hoch über der Stadt auf dem Berg Hradčín thronen sehen. Die Prager Burg ist das größte geschlossene Burgareal der Welt und ist seit jeher bis zum heutigen Tage der Sitz des Staatsoberhauptes. Das größte Gebäude innerhalb der Burgstadt ist der imposante gotische St. Veitsdom, welcher auf Anweisung von Karl IV. Erbaut wurde. Sollten Sie die Ausdauer haben, den 99 Meter hohen Glockenturm zu besteigen, werden Sie mit einem atemberaubenden Ausblick über die Stadt belohnt. Gleich neben dem Dom befindet sich der barocke Königspalast mit dem enormen Wladislavsaal sowie dem Landtagssaal mit dem Königsthron. Auch den Schauplatz des zweiten Prager Fenstersturzes in der böhmischen Kanzlei werden Sie hier sehen können. Im Mai 1618 wurden aus diesem Fenster die Statthalter des Kaisers gestürzt und damit der 30-jährige Krieg ausgelöst. Weitere Sehenswürdigkeiten innerhalb der Burg sind die St. Georgs-Basilika und das Goldene Gässchen. Gleich neben der Burg befindet sich der entspannende Königsgarten mit dem singenden Brunnen. Das wunderschöne barocke Wallenstein-Palais ist gleichzeitig Sitz des Senates des Parlaments der Tschechischen Republik. Die Einrichtung des Palais ist überaus grandios. So wurde dieses mit venezianischen Ledertapeten und exotischen Möbelstücken versehen. Aber auch der herrliche Palaisgarten imponiert mit seinen bronzenen Figuren und dem Neptunbrunnen. Prag ist wahrlich die goldene Stadt. Gehen Sie auf Entdeckungsreise in einer der kulturreichsten Hauptstädte Mitteleuropas.